Hier in Bern sieht es schon sehr viel besser aus. Deutschland konnte ein einmaliges 2:2 gegen Ungarn herstellen. Ungarn ist zurzeit am Ball und spielt es zurück in die deutsche Hälfte. Der Spieler gibt zurück an den Seitenspieler Boczek. Aber was macht er denn da? Boczek bleibt einfach stehen wie ein versteinerter Gartenzwerg. Oh. Das macht sich der Spieler Björn Kaufmann zunutze und nimmt den Ball ab. Und spielt ihn rüber zum Spieler Dr. Harry Crew, der ihn mit einem einmaligen Kopfball zurückgeht. Dabei geht die Brille kaputt, aber in Ehren. Max Tort ist nun am Ball. Er stürmt auf das gegnerische Tor zu. Und er schießt und... Tor! Tor! Ja, Deutschland hat gewonnen! 3:2 in den letzten 6 Minuten! Tor! Deutschland ist Weltmeister, liebe Freunde, die Fans freuen sich.